Herzlich willkommen bei Tutopolis TV. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man ein defektes iPhone 4 Home-Button erneuert. Als erstes holen wir den SIM-Tray raus. Anschließend schalten wir das iPhone aus und lösen die zwei unteren Schrauben am iPhone. Dann schieben wir das Backcover hoch und heben es raus. Dann lösen wir die Schrauben des Akkus, ziehen den Stecker und legen die Antennenabdeckung beiseite. Anschließend ziehen wir an der Lasche und lösen den Akku. Als nächstes entfernen wir die Halterung des Flexkabels, indem wir die zwei Schrauben rausdrehen. Danach lösen wir eine zweite Halterung, indem wir die fünf Schrauben entfernen. Bitte unbedingt die Reihenfolge merken, denn die Schrauben sind unterschiedlich lang. Anschließend trennen wir alle Steckerverbindungen am Mainboard. Danach lösen wir noch drei Schrauben und holen das Mainboard vorsichtig heraus und legen es beiseite. Als nächstes montieren wir Antenne, Lautsprecher und den Vibrator ab. Jetzt kommen wir zum Display. Jetzt drehen wir die vier Schrauben an jeder Ecke des iPhones ab. Danach lösen wir die letzten sechs Schrauben an der Seite. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr die Schrauben komplett ab, das empfehle ich den Leuten, die es zum ersten Mal machen. Die andere Möglichkeit ist, die Schrauben nur 2,5 Umdrehungen zu lösen. Anschließend nehmen wir ein flaches Werkzeug und gehen damit zwischen Display und Mittelframe. Bitte seid dabei sehr vorsichtig, um das Display nicht zu zerstören. So, nun haben wir endlich den Home-Button freigelegt. Jetzt löst ihr vorsichtig das Flexkabel und holt den Home-Button raus. Sobald das erledigt ist, geht ihr mit einem Messer unter die Elektronik und entfernt diese. So, jetzt nehmen wir das neue Einbauteil und kleben es auf den Home-Button. Achtet darauf, dass der Knopf genau in der dafür vorgesehenen Kerbe klebt. Danach noch das Flexkabel vom Home-Button mit dem iPhone verbinden.
Anschließend setzen wir das Display wieder ein. Hierbei müsst ihr ganz vorsichtig sein, um die Flexkabel nicht zu beschädigen. Steckt jetzt die Flexkabel seitlich durch den Schlitz und drückt sie vorsichtig runter, damit sie beim Zusammenbauen nicht abknicken. Sonst könnt ihr das Display direkt in die Tonne werfen. So, jetzt bauen wir das iPhone in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare oder bei Facebook. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Also dann, bis dahin, ciao!